Mal Hand aufs Herz, wie wichtig ist es Ihnen, mit welchem Waschmittel Sie waschen? Oder kommt es Ihnen eher darauf an, dass Ihre Wäsche nach dem Waschen sauber ist? Mit dieser Problemstellung werden auch Entwickler von Produkten konfrontiert. Man sagt, Kunden kaufen Funktionen, nicht Produkte. Außerdem hat es noch eine Menge anderer Vorteile, wenn Sie in Funktionen und nicht in Produkten oder deren Bauteile denken. Wir werden uns in dieser E-Lektion damit auseinandersetzen, wie Sie mit Hilfe von Funktionen Vorfixierungen auf eingefahrene Denkmuster vermeiden. Funktionen gestatten es auch, komplexe Probleme einfach in Teilprobleme zu zerlegen. Weiterhin bilden Funktionen eine wichtige Grundlage dafür, später im Entwicklungsprozess systematisch nach Lösungen suchen zu können. Und wenn Mechaniker mit Elektrikern und Informatikern sprechen sollen, finden sie oft in der Funktionsbeschreibung eine gemeinsame Sprache. Was versteht man unter einer Funktion? Betrachten wir dazu eine Getriebewelle. Sie ist das Produkt. Ihre Funktion besteht darin, ein Drehmoment zu leiten. Die zu übertragende Größe, das Drehmoment, wird über eine Passfederverbindung eingeleitet und über das Zahnrad ausgeleitet. Da beim Übertragen keine Energie verloren geht, ändert sich die Größe des Drehmoments nicht. In diesem speziellen Fall ist die Eingangsgröße also gleich der Ausgangsgröße. Lassen Sie uns dies abstrahieren und in einer flussorientierten Darstellungsweise anschauen. Dabei werden Ein- und Ausgangsgrößen durch Pfeile dargestellt, die Funktion durch eine Blackbox. Die Funktion beschreibt dabei die Transformation der Eingangsgrößen in die Ausgangsgrößen. Das Produkt ist hierbei nur Mittel zum Zweck, selbst unterliegt es in der Transformation keiner Änderung. Vorteil einer solchen Beschreibung ist, wenn wir Funktionen statt Produkte oder deren Bauteile betrachten, sind wir nicht auf eine Lösung vorfixiert. Wir können also lösungsneutral arbeiten. Dies führt uns zur Definition. Eine Funktion beschreibt lösungsneutral die gewollte Transformation von Ein- in Ausgangsgrößen durch ein Produkt. Wenn Sie eine Funktion beschreiben wollen, so müssen Sie zwei Dinge angeben. Zum einen, welche Größe transformiert werden soll. Zum anderen, mit welcher Operation dies geschehen soll. Umgangssprachlich nennen Sie die Größe durch ein Substantiv und die Operation durch ein Verb. Meist verwendet man dazu die Infinitivform. Bei unserer Getriebewelle ist die transformierte Größe das Drehmoment und die Operation ist Leiten. Die Funktion der Welle lautet also Drehmoment Leiten. Jetzt sind Sie an der Reihe. Beschreiben Sie umgangssprachlich jeweils die Funktion der abgebildeten Produkte mit Hilfe von Größen und einer Operation. Sie sehen, Funktionen sind einfach zu formulieren und intuitiv zu verstehen. Vielleicht haben Sie, wenn Sie die letzte Übung zusammen mit anderen in der Gruppe bearbeitet haben, sogar festgestellt, dass sich verschiedene Formulierungen für dieselbe Funktion finden lassen. Das stört natürlich den Systematiker. Deswegen möchten wir Ihnen eine universelle Formulierungsweise vorstellen, bei der man mit nur drei Größen und fünf Operationen auskommt. Die sogenannten allgemeinen Funktionen, die mit Hilfe von allgemeinen Größen und allgemeinen Operationen
formuliert werden. Im Prinzip lassen sich sämtliche Größen mit den folgenden drei allgemeinen Größen beschreiben. Erstens Material. Als Material bezeichnen wir feste Körper wie Werkstücke, Bandmaterial, Schüttgut oder Fließgut, aber auch sämtliche Flüssigkeiten und Gase. In der grafischen Darstellung kürzen wir Material oft mit M ab. Zweitens Energie. Die Größe Energie schließt sämtliche Erscheinungsformen ein, also beispielsweise mechanische, hydraulische, thermische oder elektrische Energie. Für Energie verwenden wir die Abkürzung E. Im Index können Sie die Energieform angeben, beispielsweise E-Kin für mechanische, kinetische Energie. Drittens Information. Abkürzung I. Hierzu zählen alle Formen von Signalen, also beispielsweise mechanische, elektrische oder thermische Signale, ganz gleich, ob sie digital oder analog verarbeitet werden, aber auch Beschriftungen und Anzeigen. Die fünf normierten allgemeinen Operationen lauten Speichern, Leiten, Umformen, Wandeln und Verknüpfen. Bei jeder dieser Operationen ändert sich ein Merkmal. Achten Sie mal darauf. Beim Speichern wird eine Größe aufgenommen und nach einer gewissen Zeit wieder abgegeben. Dabei ändert sich die Zeit. Grafisch stellen wir die Funktion Speichern mit einem S in einer Blackbox dar. Die Größe liegt nur in einer Form vor. Nennen wir sie stellvertretend für Material, Energie und Information einfach X. Für das Leiten ist eine andere Änderung charakteristisch. Eine Größe X wird von A nach B geleitet. Damit ändert sich der Ort. Im Flussdiagramm schreiben wir für das Leiten ein L in die Blackbox. Beim Umformen bleibt die Größe ihrer Art nach erhalten. Es ändert sich lediglich ihre Erscheinungsform. Dazu ein Beispiel. Eine Düse erhöht die Geschwindigkeit des strömenden Gases. Damit ändert sich die Erscheinungsform Geschwindigkeit. Die Art der Energie, pneumatische Energie, bleibt aber erhalten. Wie drückt man das im Diagramm aus? Die Größe X, die wir beibehalten, steht für die Art. Der Index, den wir variieren, steht für die Erscheinungsform. Auf den ersten Blick verhält es sich ganz ähnlich mit dem Wandeln. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zum Umformen. Beim Wandeln ändert sich die Art der Größe. Aus der Eingangsgröße X wird sozusagen die Ausgangsgröße Y. Wiederum ein Beispiel. Eine Biomasseheizanlage wandelt pflanzliche und tierische Erzeugnisse, Material in thermische Energie. Einzig die Operation verknüpfen weist unterschiedlich viele Größen am Ein- und Ausgang auf. Hier ändert sich also die Anzahl. Wir unterscheiden summatives Verknüpfen, bei dem sich die Anzahl der Größen in Flussrichtung reduziert, vom distributiven Verknüpfen, bei dem sich die Anzahl der Größen entsprechend erhöht. Beschreiben Sie die abgebildeten Produkte nun normiert mit Hilfe von allgemeinen Größen und allgemeinen Operationen. Ordnen Sie dazu die Produkte den vorgegebenen Funktionen zu. Die Gesamtfunktion eines Produkts lässt sich in mehrere Teilfunktionen untergliedern. Die Gesamtfunktion bildet dabei die Systemgrenze der Teilbetrachtung. Dabei ist darauf zu achten, dass die Eingänge von folgenden Teilfunktionen zu den Ausgängen der vorangehenden passen. Sprich, die Größen auf den Pfeilen müssen übereinstimmen.
So, jetzt haben Sie die Grundbausteine kennengelernt, um selbst Funktionen formal richtig zu formulieren und diese in einer Funktionsstruktur grafisch darzustellen.